Wie war euer Tag? Bei mir, ich hatte echt einen Scheißtag, einen anstrengenden Tag. Ich habe heute erfahren, wie viel Steuern. Boah, das hat mich wirklich schon wieder. Aber es ist halt eine, heute wurden Steuern gemacht bei mir. Dann war ich Mercedes-Benz Arena. Wir haben, wahrscheinlich werden wir die Halle, also die Arena, Mercedes-Benz Arena, schlimm, ja, siebenstellig. Wir sind im siebenstelligen Bereich, Männer. Mercedes-Benz ist wahrscheinlich das Wohnzimmer des Edi Geller Cups 30. Ich mache ja jedes Jahr einen. Seit 2 Jahren mache ich das. Das wird wahrscheinlich im Mercedes-Benz Arena in Berlin sein, ist das. 15.000 Zuschauer passen rein. Wir haben heute uns die ganze Halle angeguckt, ob das dazu auch in der Lage ist, die Halle. Ob das funktionieren würde mit der Technik und wie man das macht mit einem Fußballturnier. Und ja, es geht. Es wird voraussichtlich im September sein, wie jedes Mal. Da seht ihr mal, wie viel früher man anfangen muss. Also man muss die Halle reservieren. Die ganze Sarah Connor ist am 3.12. zum Beispiel da und die meinten, also sowas zum Beispiel, du weißt schon, die wissen jetzt schon zu, keine Ahnung, 75%, wer alles in diesem Jahr in die Halle geht. Das ist brutal, das ist auch voll schwer, überhaupt so einen Hallenplatz zu bekommen, weil da geht es auch ums Image. Kannst ja nicht sagen, kannst ja nicht einfach eine Halle holen und dann ist das Ding zur Hälfte nicht ausverkauft. Das ist auch scheiße für die Halle. Und sie wird wahrscheinlich in Berlin sein. Wir fahren nach Berlin. Sehr, sehr cool. Mal gucken. Ich denke, dass wir es voll bekommen. 16.000 oder so passen rein. 15.000, 16.000. Kommt ein bisschen darauf an. Letztes Mal haben wir 7.000 Karten innerhalb von 2 Stunden verkauft. Dann war das Ding auch over. Diesmal werden wir viel früher damit anfangen. Und ja. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I'ma die, I'ma fight. I go down, bet I strike.